So, diesmal geht es um die FLM 2 Halloween, und zwar gleich am Anfang. Hammer geil, es gibt sie im 2012 Halloween Patch, der heute um ca. 5 Uhr, also morgens in der Früh, rauskam. Plus die Mauser Halloween und die M41X Halloween. Auf jeden Fall hammer geil die Waffe, allgemein der Skin gefällt mir richtig gut. Ihr seht es auch schon, dass wenn ihr euch eine kauft, also mehrere Crates, man kann ja leider nicht einzeln kaufen, da ist die Mauser das Beste, dann kommt die M41X Halloween und danach die FRF2 Halloween. Vom Skin her, ihr seht es schon, dass auf dem Scope so ein Kürbiskopf zwar ist, also zwar ist er blau, aber er soll so leuchten, als ob ein Kürbis in, also eine Kerze in den Kürbis stecken würde. Und so soll es wahrscheinlich auch da stehen. Wenn ich mich nicht irre, steht sogar auf dem Scope Made in Germany. Ich weiß jetzt nicht, ob man es so gut sieht. Rechts auf dem Scope sieht man es. Ist auf jeden Fall echt gut gemacht. Mir gefällt es auf jeden Fall. Hard Scopen. Quickscopen kann man damit natürlich auch. Und auf dem Buddy natürlich sind da Sterne und ein Halloween. Halloween steht so gut wie immer drauf. Naja, das steht genau hier. Man sieht zwar jetzt nicht so gut, will auch nicht, dass der die aufregt. Und hier ist nochmal, wie so gut wie auf jeder Halloween-Waffe, sind hier diese Häuser. So, auf jeden Fall, was sich verändert hat zwischen der FRF2 und FRF Halloween, und zwar diese Version hat einen komplett anderen Skin. Da ist wirklich alles anders. Da wurde keine Stelle freigelassen, die nicht ein Special Skin hat. Kommen wir zum Punkt, wie viel sie kostet. Ihr könnt 5 Crates kaufen, die kosten 5500 ZP. Sind natürlich Limited Time Crates, also solltet ihr euch beeilen, die zu holen. Denn ich denke nicht, dass die lange da bleiben werden. Für 10.000 ZP bekommt ihr 10 Crates, für 30 müsst ihr 27.000 ZP blechen und für 50 Crates müsst ihr 45.000 zahlen. Auf jeden Fall, Quickscope geht damit echt gelungen. Das geht echt schnell damit zu scopen, es ist ein Single Zoom, also ein einfacher Zoom. Ja, schön unter schwarzem Hintergrund, ich bin ja auch schlau. Wo können wir das ja machen? Dahin am besten. So, ihr seht schon, da sind so Zacken, waagerecht, da beim Scope, an der Seite. Die haben aber keine Bedeutung, also es ist wirklich eigentlich unnötig. Aber es sieht einfach nur hammergeil aus. Das passt auch zu FF2, ich meine, ja, ich mag's. Muss ja nicht euch so ergehen oder wie auch immer. Auf jeden Fall, was hier noch so ein Unterschied ist zwischen der normalen und dieser Version, ist, dass diese hier 5 Munition mehr hat. Und ich beim Hardscope fehle auch. Lowscope, jawohl. Okay, vom Punkt Power her, auf dem Kopf macht sie 100, auf dem Körper macht sie sowieso 100, auf die Füße macht sie 2 Schüsse. Also ist ein bisschen schwächer als die ABM, aber nicht wirklich anders. Dennoch ist sie perfekt fürs Quickscope, für alles geeignet. Ich kann's bloß nicht, also ich hoffe, ihr könnt's. Wenn denn, lohnt es sich auf jeden Fall für euch. Denn auf die Füße macht sie 79 bis 81 Damage. Die ABM macht ja bis 82 Damage auf die Füße. Aber natürlich nur von ganz nah. Und die Sniper allgemein hier ist präzise, punktgenau. Und ich kann sie euch einfach nur empfehlen. Es ist einfach nur hammergeil, damit zu spielen. Ist auf jeden Fall auch noch hammergeil, dass sie 15 zu 30 Munition hat. Eigentlich hat die normale Version ja schon 5 Munition. Da sind 15 echt krank. Krank. Das ist echt krank, dass sie 15 Munition hat. Also ich bin auf jeden Fall echt geil auf die. Ich will auch die holen, denn das ist das drittbeste. Das ist auch gut so, denn dann ist sie leichter zu gewinnen. Und allgemein, Dankeschön nochmal an German Winner, der in meinem Clan ist, Instant. Ihr könnt einfach mal joinen.
besucht sie einfach mal auf der Homepage, also auf der Clan-Homepage. Und ja, so, da sie dreimal hat, ja, dreimal, glaube ich, sie ist auch leicht zu gewinnen. Also es macht auf jeden Fall Spaß, es heitert mich auch noch auf. Ich bin nur ein bisschen traurig, weil ich habe kein Geld dafür. Und so, vom Gewicht her, ja, ist eine Sniper, also schon recht schwer. Und hier, nein, Raphael, nein, ich mache gerade ein Review. Raphael, nein. ja, also, mehr kann man dazu auch nicht sagen. Wenn ihr links klickt, also wenn ihr zoomt und links klickt gedrückt haltet, ich zeige es euch jetzt, haltet ihr gedrückt, dann könnt ihr so weiterlaufen. Und zwar einfach ganz normal. Dürft eben halt nicht switchen. Und dann, wenn ihr wieder loslässt, die linke Maustaste, dann zoomt er wieder automatisch ran. Also ist recht geil. Reload Time beträgt 2,9 Sekunden, wie die normale Version. Full to Empty Map Mag ist. Und zwar, wenn ihr sie vom Vollmagazin bis zum leeren Magazin leer schießen wollt, braucht ihr insgesamt 22,1 Sekunden. Ist ein bisschen doll übertrieben, aber naja, es sind 15 Bullets bei einer Sniper, also geht das. Das war's von mir. Dankeschön fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen. Wenn ihr zum Beispiel die M41X habt, Halloween natürlich, oder die Mauser, dann wenn ihr mich kontaktieren könntet. Und ja, Dankeschön, tschüss.